Ich glaube für die Zukunft, dass erstmal keine Grenzen gesetzt sind, wie Mensch und Technik weiter miteinander verschmelzen, einfach weil es die Neugier des Menschen auch vorantreibt, hier auszureizen. Digitalisierung und KI bringt uns riesige Möglichkeiten und ich glaube, dass es letztendlich auch die Potenziale mit sich bringt, die wir brauchen, um damit die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Whenever there is a technological revolution, we are compromising. So it's something that happens in life and we will learn how to do it, but we will have to learn to do it in an ethical manner. Die Aufgabe des Designers war schon immer, eine Brücke zu bilden zwischen Technologie auf der einen Seite und der Lebenswelt des Nutzers auf der anderen Seite und letztendlich auch dabei zu unterstützen, Mensch-Technik-Interaktion so human wie möglich zu gestalten. Aber ich sage mal, diese Aufgabe ist im Zuge der Digitalisierung eigentlich dramatisch gewachsen, weil unsere gesamte Lebensumgebung mit Technologie heute durchdrungen ist und weil wir mehr Technik-Mensch-Interaktionen haben denn je. Das Human Factors Lab ist ein Labor zur Verprobung von Technologie in menschlichen Bedarfssituationen. Wir verknüpfen die Technologien vom Game Design und aus dem Film Motion Capturing mit den Anforderungen des Industriedesigns. Das heißt, wir benutzen eigentlich Bewegungsanzüge und virtuelle Darstellungen dafür, um ganz reale Entwürfe von Produkten, Anlagen und Räumen zu gestalten. Es geht immer darum, an Modellen zu überprüfen, ob ein Konzept, ob ein Entwurf funktioniert, ob er brauchbar ist, ob er gut nutzbar ist. Wir können halt die Ergonomie und Usability von Produkten, Maschinen, Anlagen, Räumen und Environments testen, noch bevor das eigentlich hergestellt ist. Das ist was Neues und das ist eine sehr banale Verknüpfung auf der einen Seite, aber eben eine sehr wirksame. Wir arbeiten im Moment im Bereich der E-Mobilität grundsätzlich an Konzepten zur Verkehrswende, aber wir arbeiten auch sehr stark im Bereich der Industriearbeitsplätze und der Bedienung von Anlagen und Maschinen. Im Zuge der Digitalisierung ist das ganze Leben und die ganze Welt versetzt und wir haben eigentlich überall Sensoren, die mit Aktoren verbunden sind und in jedem Stück Hardware eigentlich heute Software eingebunden ist und die ist meistens eben in den Geschäftsmodellen auch mit Services verknüpft. Das heißt, das, was Designer heute gestalten, sind eben zunehmend Ökosysteme aus Hardware, Software und Service und es geht immer darum, Nutzererlebnisse zu gestalten, die differenzieren, Sinn und Bedeutung stiften und letztendlich auch wirtschaftlich funktionieren. Also die Grundlage für erfolgreiche Erlebnisse oder erfolgreiche Produkte in der Digitalisierung sind Daten. Und die Qualität der Daten und letztendlich die Menge der Daten entscheidet darüber, ob eine KI oder ob eine Umgebung mir zur richtigen Zeit das richtige Angebot macht und mir eben hilft, nutzerzentrierte Erlebnisse zu erleben. Und diese Daten werden permanent gesammelt, sind ja auch notwendig. Ich wünsche mir, dass wir als Designer auch dazu beitragen, unsere Umwelt, die stark von digitalen Technologien durchdrungen ist, aufrichtig zu gestalten. Und damit meine ich, dass wir sehr stark deutlich machen, erstens, ob wir mit Menschen oder Maschinen interagieren, was wir zunehmend nicht mehr unterscheiden werden können, dass wir zweitens auch Technologien nicht verstecken und nicht verniedlichen, sondern dass wir den Nutzer darauf aufmerksam machen. Und dass wir auch in Produkten und Diensten oder in Interfaces zu Technik generell deutlich machen, was gerade passiert, welche Art von Daten gesammelt werden und die Entscheidung darüber dem Nutzer überlassen. In dem Thema stecken riesige Potenziale, denn umso mehr man über Menschen weiß, umso hochspezialisiert und personalisiertere Angebote kann man ihm machen. Man kann also wirklich bis auf das Segment von 1 runtergehen und Produkte gestalten, die nur für einen einzelnen Menschen toll sind. Man muss ihn aber eigentlich fragen, ob er das möchte. Und ich glaube, diese Souveränität und Entscheidung ist heute vielen Leuten nicht gegeben, weil sie schlichtweg nicht wissen, welche Daten permanent über sie gesammelt werden. Data is a
the center of all current AI. All the successes that we see right now in AI are because of the abundance of the data. So the World Wide Web actually was a huge revolution that enabled us to collect all this information and create the so-called knowledge bases. So I think the next big step in technology will be robots in different levels of execution, for example, autonomous driving and then personal robotics. We know already that big industrial robots have revolutionized the industry. So I see in the next 15 to 20 years the robot playing a big role into taking over hard human labor. It's opening many possibilities, but it opens also many open questions about the humanity itself and how the humans also are going to use the robots. What we are investigating is how can the robot orient itself inside a room, and how can we make the robot be able to understand objects, manipulate them, so grasp them, and start, for example, rearranging the house, so tidying up the house. The goal is to create robots that are intelligent enough such that they can come to our houses, for example, in the house of an old person, and help them with their everyday activities, things that an elderly person or a person in need is not able to execute. For example, to prepare a meal, to take off the trash, to bring the medicine. And it's not only home robotics, it's also in nursing homes and also hospitals as co-workers together with nurses. So this is the range of the applications that we are looking into. Collecting information from huge databases, it's also something very important for enabling the robots to leave the lab. So we could imagine that the robots are connected to this cloud big simulator and they exchange experiences. What would be super interesting is that we could have a worldwide web for the robots, so for all the robots to be connected to each other. And, you know, if I experience this, can I transfer it to a completely different robot that it is on the other side of the world? This sharing of the experience will be super important for the future, such that the robots can operate. This is how Tesla, for example, trains the autonomous driving system. So data are the core. However, for robotics, we have to understand that this has many ethical complications that we need to take into account. If I have the robot in my house, what kind of data will the robot transfer? It's something that we can envision, but it needs a lot of planning, and we need regulations in order to do this. The question is, who has access into this data and what are you sharing? So it is a huge deal we will for sure have to deal with in the next 20 years. Wenn wir aus dem Weltall von vielen hundert Kilometern Entfernung auf die Erdoberfläche schauen, dann sehen wir zunächst mal quasi Bäume von oben, Landschaften von oben, wie so ein Blick aus dem Flugzeug. Und dann künstliche Intelligenz einzusetzen, um darunter zu schauen, um quasi aus Struktur und physiologischen Informationen, aus den Eigenschaften des Strahlungstransfers mehr aus diesen Bildern herauszulesen, als eigentlich so unmittelbar in diesem Foto abgebildet ist. Das ist so ein Antrieb, das ist so das, was mich reizt beim Erforschen von Umweltmonitoring-Systemen. Wir nutzen in unserem Projekt quasi Bäume als Teil der digitalen Infrastruktur und machen sie zu Netzwerkkomponenten, die wir untersuchen und die uns aber gleichzeitig auch quasi in Form von Stationen die Daten liefern. Wenn wir Fledermäuse verfolgen und deren Flug verfolgen, wenn die in ein Verhalten kommen, das dafür spricht, dass sie gerade Insekten jagen, dann sagt uns, dass an diesem Ort Insekten vorhanden sind. Und wie die sich im Raum verteilen oder über die Nachtzeiten verteilen. Und das alles zu integrieren, also Umweltbeobachtungen von Klimadaten, von Bewegungsdaten von Tieren, von baumphysiologischen Daten, die aus den Satellitenbildern kommen, in ein konstantes Bild zu bringen, in eine Karte letztendlich zu bringen, die uns eine kleinräumig differenzierte Aussage erlaubt. Das ist so die große Herausforderung von Natur 4.0.
zusätzlich zu dem, dass wir sehr energieeffizient arbeiten müssen. Der Wald ist schattig, das sehen wir hier. Und wir haben wenig Möglichkeit, Energie mit Solar oder so zu erzeugen. Es geht also immer um Energieeffizienz und ein möglichst integratives Bild im Wald. Einmal liefert das Monitoring erstmal eine Basis zum Schließen von Wissenslücken. Das wäre quasi Grundlagenforschung oder angewandte Forschung. Andererseits ist es auch die Voraussetzung für die Entwicklung von Schutzprogrammen oder für die Bewertung von politischen Instrumenten. Bringt uns das etwas, ein Naturschutzgebiet beispielsweise auszuweisen? Stört eine Windkraftanlage an diesem und jenem Ort? Das sind alles Fragen, die erfordern eine Datengrundlage, die uns nicht nur zeigen, da stehen Bäume oder da stehen keine Bäume, sondern die dieses Gesamtnetzwerk eines Waldes, diese systemische Beziehung zwischen Tieren und Pflanzen abbilden müssen, sodass wir auch eine valide Aussage darüber treffen können, welchen Effekt bestimmte Schutzmaßnahmen haben, aber auch welchen Effekt bestimmte Störungen oder Eingriffe der Gesellschaft haben. Ja, meine Vision ist, dass wir irgendwann in ganz Deutschland und letztendlich dann auf der ganzen Welt kleine Sensorboxen in den Wäldern haben, die hochautomatisiert uns Daten über diese Gebiete liefern, sodass wir quasi in Echtzeit und kleinräumig differenziert Aussagen über den Zustand unserer Umwelt treffen können. Verbunden mit Satellitendaten, verbunden mit Modellen, letztendlich ein Umweltbeobachtungssystem haben, wie wir es heute auch für das Wetter und für das Klima haben. Wenn ich so in die Zukunft schaue, dann stehen wir vor vielen Herausforderungen, Klimawandel, Umweltwandel, Artenverlust, nachhaltige Energieversorgung, ganz große Themen in Deutschland und in der Welt für die nächsten Jahre. Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach offen darüber kommunizieren, dass wir Vor- und Nachteile diskutieren und dass wir Kompromisse auch finden, uns den Herausforderungen dieses globalen Wandels zu stellen und es schaffen, in eine nachhaltige Versorgung der Menschen zu kommen, sodass letztendlich Mensch und Natur in einem gewissen Einklang sind und die Technik vielleicht ein vermittelndes Instrument dazwischen ist, uns Informationen liefert und uns einfach fundierte Entscheidungen ermöglicht.